Hallo Freunde, seht ihr diesen riesengroßen leuchtenden Ball im Hintergrund? Da werden wir heute hinreisen, zum nächsten Land, dem Mond. Naja, kann man den Mond eigentlich als Land bezeichnen? Also, ja, es ist natürlich Erde oder es ist halt Land irgendwie schon, aber ein eingetragenes Land? Keine Ahnung, Leute, spannen wir uns nicht weiter auf die Folter, ich will es jetzt wissen. Let's go! Boah, die Odyssey hat ihr maximales Potenzial erreicht. Boah, jetzt haben wir quasi unseren eigenen Mond, mit dem wir rumfahren, unserem Heißluftballon. Sehr, sehr schick und sehr, sehr vergoldet. Boah, er ist echt zum Mond. Und da ist Bowser. Okay, Bowser kann sich nirgendwo mehr vor uns verstecken. Wir folgen ihm auch noch ins Mondland. Es gibt echt ein Mondland. Okay. Mensch, Leute, wie lange ist es her, seit Mario auf dem Mond war? Ziemlich lange. Ich glaube, das war in Super Mario Land 2, ne? Davor, glaube ich. Warte mal, Mario Galaxy? Egal. Ist egal. Okay. Also, auf geht's. Meine Schwester und Peach, eure Rettung naht. Okay. Ich weiß ja nicht, wie die heißt. Wie seine Schwester heißt, weiß ich gar nicht. Hab man das schon mal irgendwie gehört? Alter, wir brauchen hier so ein goldenes Schiff jetzt. Richtig krass. Okay. Gesamt? Achso, jetzt wurde schon vorher eine Zeit, wie viel ich gesamt habe. Alter, alles voll. Na guck mal, es sieht aber noch so aus, als würden da noch andere Länder kommen, ne? Naja, wir wissen ja, dass eigentlich nur eins kommt. Und zwar Pilzkönigreich natürlich. Okay, es sieht nochmal echt aus wie ein ganzes Land. Noch nicht Bossfight direkt, wie ich es eigentlich gedacht hätte, aber... Okay. Mondland, wir kommen. Alles klar. Da gibt es bestimmt das Outfit aus Super Mario Land 2. Wow! Wir haben die Hochzeitsklamotten an? Wie? Einfach so, wie voll random. Hier, Mario, erstmal Hochzeitsklamotten. Ich will doch Peach schon retten, ich will sie doch nicht heiraten, oder? Ey, heiraten Peach und Mario hier offiziell? Auf zum Mond, Leute. Mondland. Mondscheinkrater. Okay, das ist echt nochmal eine kleine Passage. Wie cool wir aussehen. Wir können einfach so atmen im Weltall. Bowsers Mondhochzeit. Hier steht erstmal eine Kirche auf dem Mond, genau. Na, wenn du mal nicht adrett aussiehst. Ich finde, das steht ihm. Meine Schwester und Peach sind dort drüben. Beeilen wir uns. Oh ja. Flupp. Ey, wie cool sieht er denn jetzt aus? Fühlst du dich auch so leicht? Oh, sag los. Boah, klar, es war... Okay, andere Schwerkraft wieder. Boah, wie das hier aussieht. Und da ist der große blaue Planet. Ach Mensch. So, hier gibt es aber schon wieder irgendwelche geheimen Sachen oder so. Was ist denn das hier? Das sieht hier irgendwie aus. Komische Steine an der Wand. Hier gibt es anscheinend lila Monde. Hui. Oder war das da hinten? Nee, keine Ahnung. Oh Gott, ey. Oh, geht sogar alles kaputt? Okay. Okay. Hier gibt es auch noch welche Münzen. Warte, hier gibt's hier diese typischen, Sterntau, oder? Aus Mario Galaxy sieht so aus da oben, neben den Münzen. Sieht so aus, als man hier diese Sternteile einsammelt. Die man, hier auch zum Beispiel halt in Skyward Sword dann hat. Was ist das denn da oben? Ach guck, das ist einfach ein Mond. Schwebt da einfach so. Okay, Moment, den hol ich mir gleich. Wow! Bestimmt einfach mit einem mega großen Long Jump, der ja natürlich auch hier gravitationsmäßig anders wirkt. Ja klar, guck mal, da sind wieder so eine typischen Dinger hier. Die baut Nintendo gerne ein. 50 Stück. Okay, dann probieren wir es mal aus. Wow! What the fuck? Alter, eingegasht mit dem Mondschein im Wettstreit. Hui. Plump. Okay. Dieser unsichtbarer Block. Okay, den habe ich gerade durchs Floppen gesehen. Okay, aber... Ist hier noch mehr? Unsichtbares?
das aussieht, ey. Aua. Achso, ist ja. Nee. So ein bisschen hier abschüssig. Oh Gott, was ist da hinten? Da hinten ist so ein großer Oktorok. War das hier irgendwas versteckt? Eine Münze? Nee. Man hört schon die Glocken läuten, ey. Alter, wie krass. Nochmal ein riesen Level. Okay, ich folge erstmal dem normalen Weg natürlich. Hui. Boop. Okay, was haben wir hier? Hier ist wieder so ein typischer Würfel, aber der ist hier kaputt. Nee, sind ganz viele. Hier sind ganz viele so eine Dinger. Okay, was hat das damit auf sich? Ey, kein Plan. Vielleicht erfahren wir es ja jetzt hier. Hier müssten wir es jetzt erfahren. Okay. Von weggekickt. So, ich dachte, er sieht wie so ein bisschen sah aus, so weißes, fliegendes Vieh mit großem Kopf. So ein bisschen wie so ein Minecraft-Vieh, ne? Hier ist er nochmal, Gäster. Oh. Oh. Okay. Nochmal zurück. Aber was haben wir hier? Ups. Okay, einfach nur Cash. Boah. Voll nice. So, okay. Und. Boah, ist das cool. So, dann sollte ich ja hier endlich locker hier hinkommen. Nichts übersehen hier. Yeah! Boah, war das knapp. War ein bisschen gewagt, ich geb's zu. So. Okay, hier mit der gleicher Gravitation, ja. Gott, das sind hier auch die. Das sind ja auch diese Würfel die ganze Zeit. Die kommen also vom Mond. Die Würfel, die wir in jedem Land gesehen haben, sind irgendwelche Mondwürfel. Okay. Komm her. An der Stallwand. Okay, aber jetzt noch irgendwo höher. Wartet mal. Ja, ist ja klar. Okay. Aber nur noch mal für so ein bisschen. Für so ein paar kleine Sachen. Und sonst, glaube ich, ist hier nichts. Oder hier wird es keine zwei Monde geben. Ich glaube eher nicht. Jetzt irgendwo nach unten? An der Wand hier? Nee, da würde ich rausfallen und sterben. So, okay, na dann. Wieder raus. Zoom, zoom, zoom. Wow, das war aufregend und spannend. Aber okay, hups. Oh, hups. Sehr schön. Schon zwei Monde hier. Ein bisschen schwerfällig und langsam wirkt es, aber wir sind halt auf dem Mond, ne? Was willst du? Wie schade. Wäre jetzt bei Mario Galaxy, ne? Wenn man einfach ins schwarze Nichts fällt, ins Weltall, denn. Ja, wie schade. Sorry. Jo, weiter geht's. Ey, die Kirche, ey. Da kommen wir, glaube ich, ja locker hin. Auf der Kirche sind natürlich erstmal auch Münzen. Bup. So will ich gar nicht. Ich will hier gar nicht hin. Ist mir egal. Ich will einfach nur. Da oben ist noch ein Mond. Oder mindestens Münzen sind da. Da gehe ich hin. Oh, wie beschwingt die Mucke hier ist. Oh, hier haben wir noch ein Häschen. Na, da fang das Häschen. Na. Ja, na toll. Na, fang das Häschen. Cappy. Cappy, was? Oh, fast. Nein. Wow. Was zum. Da kommst du jetzt mal her. Ach, Cappy, wo wirfst du denn? Wo? Na, zum Hasen erstmal langfliegen, Trap. Na. Oh, das hätte ich doch beinahe gehabt. Okay, der Hase ist langsamer in der Luft als ich. Wow. Das aber. Jetzt reicht's aber. Jawohl. Na, komm her. Alles klar. Tada. Oh, da hat er ihn. Hoppeldihopp auf dem Mond. Ja, ich werde hier gleich was hoppeln, ey. So, was sind sie da für ein Gäster oder wie der Gästli oder wie die Dinger heißen? Minecraft halt, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Boah, ey, da. Na. Jawoll. Jawoll. Jo. Flop. Sicherheitshinweis oder was? Ups. So, hä? Reisetipp. Anrempeln. Bist du schon mal gesprungen und hast dir gedacht, du würdest gerne etwas weiterkommen? Dann probier da mal das. Drücke in der Luft ZL und dann Y, um einen Anrempler auszuführen. Und eine größere Distanz zu. Also, das war das hier, ne? Genau. Okay, genau, alles klar. Oh, dann lernt man erst hier? Das lernt man erst hier? Okay, vielleicht, weil hier wirklich nochmal relevant wird. Für ein paar Monate oder sowas. In der Tat, unser kleiner Planet ist wirklich eine Augenweide. Oh. Unser kleiner Planet, ja. Und er ist auch gar nicht so ökologisch zerstört, wie so manch andere blaue Planeten, war. Aber cool, dass er da noch was zu sagt. Ach ja.
Aber okay. So, hier waren nur Münzen hier oben. Dieser komische Tipp, der kann ja fast ja nicht sein, ne? Das ist ja schon mal fast hier. Das glaube ich doch nicht. Das will ich doch ja fast mal gar nicht glauben. Ich glaube, von hier könnte ich sogar wieder zurückspringen, aber... Ne, okay, dann ist hier anscheinend erstmal nichts. Nur Münzen waren hier. Vielleicht später. Okay, was bist du jetzt hier für ein Vieh? Kann ich dich einfach killen? Guck nicht so böse. Boah, was spuckt er denn so aus? Ah, du bist ja einfach nur der Boss, oder was? Du bist ja quasi der Boss. So, komm, ich will dich capturen. Oh Gott, nein, will ich nicht. Wow. Okay, alles klar. Oh. Richtig platt gemacht. Zack. Okay, Cash her. So. Die Hochzeitsdorf. Was ist denn das da? Hätten wir schon was übersehen da hinten. Mensch. Was ist denn das da? Yeah. Ah, wieder so ein Teil, wo ich ohne Hut rein muss. Mal gucken. Ja, schön, dass man das alle von Weitem dann wenigstens entdeckt. Hups. So. Wow. Okay, Cash her. Oha. Na gut, pass auf, jetzt schaffen wir es hier. Pass auf hier. Schöne Long Jumps. Juhu. Alter, voll krass. Nein. Das gibt's nicht. Alter, da hat der ihn. Mondlandung. Tic-Tac-Turnier 1. Boah. Boah. Okay, gut. Gut, gut, gut. Alles safe. Alles safe. Ach ja. Irgendwie gefällt mir das Level. Bin gespannt, was hier noch passiert, wenn wir... Ja, wenn wir halt eigentlich das Nötige erledigt haben, ne? Zack. Oh, da war fast so weit. So, schaffe ich es von hier schräg rüber? Ich bin mal lieber sicher, oder? Okay, hätte ich auch locker geschafft. Okay, gut. Und schon haben wir... Na. So, 20. Okay. Dann haben wir hier... Und hier kann ich den ersten Checkpoint machen. Sehr schön. Ding Dong hoch eben. Ding Dong. Oh, ob ich hier rüberkomme. Oh, wartet mal. Ob das hier. Nee, da werde ich nicht lange genug fliegen. Aber eigentlich ein Long Jump? Ich habe ja den Checkpoint. Ich probiere es einfach mal. Okay, wartet mal. Okay, warte. Wartet. Da muss ich jetzt irgendwie eine Kombi aus Sprüngen machen. Eine Kombi aus Jumps. Okay, dann klappt das aber, glaube ich, nur. Ich würde sagen, echt da. Ja, okay, ist ja gut. Ja, ich hab die Blumen gesehen. Ist ja okay. Ich habe ja die Blumen hier gesehen. Ups. So, wow. Alter, muss jetzt richtig abgehen hier. Jawohl. Sehr schön. Und komm her. Ein Mond. Freuter Sächen. Schatztruhen an der Klippe. Oh Gott, das ist immer so ein komischer Schein rundherum, ey. Oh, wie fies, ey. Aber okay, gut. Hab ich. So, dann bitte wieder im Topspeed zurück hier. Yeah. Okay. So, da geht's ja anscheinend echt hochreif. Natürlich werden wir nochmal hier anderweitig umsehen. Münzen sind mir erstmal egal. Ich habe fast 3700. Yeah. Okay, da ist wieder so ein komisches Wabbelvieh. Flup. Und hier ist ja anscheinend der richtige goldene. Ich warte. Schwamm. Haben die schon mal so ein Ding gesehen? Mehrere dieser Felsen gesehen? Ja, haben wir ja auch. Ich weiß aber nicht, was die machen, Cappy. Cappy, sag du es mir. Hui. So, boings und flup. So, Cappy, los, sag mir, was ist das hier? Cappy. Ich glaube, Cappy weiß auch nicht, was das ist. Kann er irgendwas machen hier, weil er auf dem Mond ist oder so? Kann ich ihn irgendwie aktivieren? Ey, kein Plan. So, okay, warte mal hier jetzt. Achtung, Na, das war so klar. Na gut. Ja, das macht so Spaß. Und... Boah. Knapp, aber geschafft. Komm her. Na. Wow. Yeah, richtig cool. Notenjagd auf dem Mond natürlich. Jetzt haben wir schon wieder 6 Monde. Voll nice. Oder unten sind ganz viele Münzen. Hier ist echt ein kleines Level. Ich glaube, wir werden hier alles auf Anhieb finden können. Denke ich mal. Ich weiß es natürlich nicht komplett und so, aber... Vor allem, wenn ich wieder irgendwas übersehe. Ich bin ja schon an 2 Sachen vorbeigerannt, die ich erst im Nachhinein gesehen habe. Irgendwo, weil sie von weit hinten sichtbar waren. Aber okay, gut, hier ist erstmal nichts weiter. Was ist denn mit diesen Felsen da? Cappy ist auch schon ganz verwundert. So, hier komme ich aber rüber gejumpt, oder? Mit einem Longjump? Ich glaube mal, ja. Yeah! Die Höhe macht's! Boop! Und... Stomp! Oh, ein Herz. So.
Okay, was bringt das, wann fängt alle hier von Kille? Ich habe jetzt dann gleich alle gekillt. Wow. So, und... Stup. So, oh Gott. Doing. So, 29. Oh Gott. Ja, natürlich, das ist erstmal so eine Sphinx. Wie bist du denn hergekommen, Mann? Na, frag mich das nicht. Sei gegrüßt, Reisender, ebenso deine Kopfbedeckung. Beantworte meine Frage. Solltest du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen befassen? Nun ja. Nee, kleinkariert. nun ja. Keine Ahnung. Aber sollst du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen befassen? Nein. Na, sehr wahr, Meister der richtigen Antwort. Momentan benötigen andere Dinge deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Geh deiner Wege, Reisender. Hier gibt es nichts mehr weiter zu tun. Okay, gut. Also erstmal echt für später. Ja, das ist ja auch lustig. Das ist ja auch lustig. Na gut, okay. Tschüss. Okay, da hier überall echt so eine anderen Steine noch rumliegen, denke ich mal, diese ganzen violetten Cubes sind alle vom Mond. Okay, was hat das zu bedeuten? Ist der Mond ein schiller Begleiter? Oder wie oder was? So. Okay, genau, kurz auf den Ausguck gucken, dass ich wieder schön sehe, was ich übersehen habe. Okay, Bowsers Hochzeit. Oha. Na gut, okay. Da haben wir sonst hier alles rückwirkend. Haben wir alles eigentlich gut. Wir haben, na, vielleicht nicht alles, aber viel haben wir schon entdeckt. Sollte hoffentlich alles so... Sollte eigentlich hoffentlich alles so sein. So, okay. Oh mein Gott. Nächster Checkpoint. Und da haben wir wieder einen Toad. Was macht er denn hier? Sei vorsichtig. Dieses Loch ist unglaublich tief. Das ist doch eine Höhle, oder nicht? Ist das nicht eher eine Höhle, kleiner Toad? Kleiner Tod, Mann? Naja. So, ich guck mal ganz kurz. Sei vorsichtig, Mann. Oh. Wow, ist da wirklich ein Loch? Es ist ja wirklich ein Loch. Alter, und was für ein Loch. Oh mein Gott. Wo bin ich denn jetzt? Bumm. Mondhöhlen im Untergrund. Die geile Mucke. Ja, ist ja komisch. Die Schwerkraft hier scheint wieder ganz normal zu sein. Okay, ist ja nicht so toll. Oh, weia. Oha. Okay, Bowser hier mit seinen komischen, immer seinen eng verliebten Statuen. Oh, dann mal hier. So. Nichts. Das muss Gold. Geht sie irgendwo noch runter? Gott, sieht ja alles so verdächtig aus. Oder? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Da unten sind... Was zum... Da haben die alle so eine komische Hüte auf. Das sind Para-Koopas. Oh, kann ich Para-Koopas, Wara-Knochen trocken einfach einfangen? Bestimmt, oder? Komm her. Komm her. Boah, wie nice. Okay, ich kann einfach damit... Oh. Okay, ich kann aber nicht hochfliegen mit denen. Oder? Nee, ich kann nicht hochfliegen. Kann ich jetzt unendlich lange fliegen? Mal gucken. Kann ich unendlich lange fliegen? Erstmal testen. Ein kleiner Testflug, ne? Okay, gut. Unendlich lange fliegen geht aber. Wie cool. Also, hui. Dip, 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 dip. Oh, je. Die Panzer haben auch... Na klar, die Panzer haben auch erstmal Hochzeitsdinger offen. Okay, Gott. Gott. Ich kann ja bestimmt irgendwie... Wenn ich mit dem an Höhe gewinne, kann ich ja bestimmt irgendwie besser fliegen, weil der bleibt ja immer in der gleichen Höhe. Und das ist doch cool, oder nicht? Wow. Also, ich guck gerade ganz im Hintergrund rum. Ich will nichts verpassen. Oh Gott. Oh, na klasse, Alter. So. Natürlich sind hier unter der Brücke irgendwas. Mensch. Okay, denn doch, dann kann er wieder hochfliegen, okay. So. Hm? Wer ist denn da? Da ist jemand eingesperrt. Wow. Sind die Panzer nicht irgendwie. Guck mal, da oben sind doch noch Münzen. Wie kommt der da hin? Und da oben sind noch was. Da. Ich hätte doch in die Röhre reingekonnt. Die Röhre führt mich da oben irgendwo hin. Ich dachte, die Röhre wäre der Rückweg. Diesmal ist die Röhre nicht der Rückweg. Hm, da würde ich ja fast sagen. Tschüss, Mann. Yeah, da kann ich irgendwie... Nee, da kann ich hören, dann tschüss, Mann. So, ich geh nochmal zurück zum Anfang. Aua, 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 mein Po. Jetzt, wo ich gesehen habe, sag ich mir, ne, da muss ich nochmal genauer hingucken. So, wie viel am Anfang? Danke. Ich dachte, jetzt wäre der Rückweg. Aber okay. Ist es doch der Rückweg? Mann, ihr habt doch aber da oben gesehen, das sah so aus, ob da oben die Röhre hinführt. Naja, egal. Okay, Leute, damit befassen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's erstmal. Der Mond ist sehr, sehr cool, aber jetzt wird schon ernst.
innerhalb des Mondes geht die Party wieder ab. Und ich hoffe, auch beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, Leute. Ciao.